Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Vers 25. Und guckst du, ich habe hier was gefunden. Und zwar hier um die Ecke war ein klassisches Teil verbuddelt. Und wir sind hier im oberen Teil der Anlage. Also an dem oberen Ding ist der. Und da habe ich jetzt hier ein paar Siedlungen schon, also ja, nicht Siedlungen, sondern Kolonien, also Landkreise, also wie nennen sich die hier? Provinzen. 6 von 13 Provinzen befreit. Also ich habe hier wieder, Entschuldigung, jetzt ist, was ist denn hier wieder los? Ich habe hier einige Provinzen befreit, da komme ich nicht weiter, das ist affenartig. Da fehlt mir ein Ort und da auch, da, weil das ist, da muss diese Überwachungsdinger deaktivieren in einer Minute und da bist am, das haut nicht hin. Also da muss dann mit dem Wings huge und absolut exakt und 6 Stück oder 5 oder 6 Stück deaktivieren in 60 Sekunden, da bin ich, und die sind in der ganzen Stadt verteilt. Also wie gesagt, wir sind hier. Hier unten, da war ein klassisches, siehst du, so ein Fragezeichen, so ein klassisches, also so ein Teil, Sammelobjekt. Und hier steht ein Schneemann. Und ich weiß nicht, ist das ein Easter Egg, man kann nichts machen. Der Kollege hier sagte, als ich dahin watschelte, so trifft man sich wieder, Mr. Schneemann. So ungefähr. Kann aber nichts machen hier. Ist ein klassisches Easter Egg, oder? Gut. Und eine Seifenkiste, das ist aber eine, also das hier ergibt keine Errungenschaft oder so. Aber ich habe schon woanders eine Seifenkiste gefunden. Also so ein kleines Autolein. Und zwar hier. Da auf der Straße da steht eine Seifenkiste. Da ist ein Tunnel und wenn man aus dem Tunnel rauskommt, steht hier eine Seifenkiste. Und das ist aber eine Errungenschaft, glaube ich, mit der Seifenkiste fahren. Und das wollte ich machen. Allerdings geht das nicht, weil... Moment. Weil das hier ist die komische HSW-Anlage oder so. Und die haben wir zwar erobert, aber die feuert immer noch HSW deaktivieren. Siehst du, Bavarium, da lebst du keine 10 Sekunden. Da bist du tot, wenn du in die Gegend kommst und hast aber die Story noch... Ja, komischerweise konnte ich es aber... Wieso konnte ich es dann erobern? Kann mir das einer erklären? Ich habe es doch erobert. Weiß keiner. Naja, auf alle Fälle... da ist die Seifenkiste. Gut, Freunde, jetzt gehen wir mal in der Story weiter. Und zwar Akt 3 beginnt mit der Mission Rico und die Rose. Und da jetzt müssen wir gucken, wo das ist. Anzüglicher Beginn. Ich habe 10.000 Missionen irgendwie hier. Da unten auch noch. Da ist aber nicht. Doch, warte. Ach, da ist es. Ich dachte, da oben, warte, entschuldige. Da oben ist doch auch noch eine, warte, außer der da. Da oben habe ich noch eine, schau her. Blinder Passagier. Was sollen die Weltkugeln da? Was sollen die? Also, das Gelbe sind die Hauptmissionen. Und was ist das? Das ist DLC, oder wie? Und da, schon da. Ach so, da ist schon. Na gut, Rico und die Rose ist jedenfalls in der Lösung dann das nächste. Dann machen wir das auch mal. Sorte. Da schau her. Rico und die, und das hat so einen Anker. Warum hat das einen Anker? Missionsbeschreibung. Eden. Ach, das ist irgend so eine Neben. So, jetzt müssen wir da hin. Ne, warte. Abbrechen. Schnelle Reise, oder? Schnell, komm. Schnelle Reise. So, ich wollte bloß den Schneemann zeigen. Das ist witzig. Gut. Also, ich spiele schon den ganzen Tag seit 5 Uhr früh. Und man kann hier echt ewig spielen. Das ist Wahnsinn. Also, bis man da diese ganzen
Sammelobjekte und diese Zahnraddinger da. Da habe ich jetzt überall 5 Zahnräder. Dann ist es blau. Wenn man alle 5 hat, ist es blau. Quasi weg, sonst ist es grün, wenn man noch nicht alle 5 hat. Und ich habe hier einen Trainer gefunden, mit dem kann man das prima machen. Und ich konnte tatsächlich mit 2 Trainern gleichzeitig spielen, ja. Das geht also der Mr. Antifan Trainer und der Fling Trainer zusammen, weil der eine hat das und der andere hat andere Vorteile und man kann tatsächlich beide gleichzeitig benutzen. Anscheinend kann man 2 Trainer gleichzeitig benutzen, verschiedene. Man muss nur aufpassen, dass quasi die Tasten zur Aktivierung nicht dieselben sind. Also wenn der eine mit F-Funktionstasten geht und der andere dann mit Numpad, dann geht's. Aber wenn die natürlich die Einschalten der Trainer auf derselben Taste liegt, dann wird es wohl Probleme geben. Gut, jetzt machen wir mal das hier. Rick und die Rose müssen starten. Das ist Rosa Manuela. Ja, hey, lass dich von Mario Frigo umarmen. Gut, jetzt kommt's. Na, da hat heute aber jemand besonders gute Laune, das was? Das ist ein großer Tag für Medici. Die Rebellion hat gewonnen. Rosa Manuela ist auf dem Weg hierher. Da wird's wieder hauptlich hier, das Mario. Weiß ich. Und die Ravello ist noch an also der weißt du, in der Lösung steht. Er hat versucht, sie zu töten und das wird diesmal nicht anders sein. Du verdiebst mir meine da ist wieder der schicke Kampfflugzeug. Ja. Du musst ihre Arbeit über die Komplexität der Staatenbildung lesen. Diese Frau ist brillant. Mhm. Ja, was hat er gesagt? Theo ist einfach so. Ich freue mich, sie zu treffen. Irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert. Mhm. Jetzt müssen wir irgendwas mit auf Wein mit Flugzeug und machen. Wir sehen uns nachher. Los, gehen wir. Ich muss jetzt mit dem Flugzeug fliegen. Entschuldigung. Und folgendes. Begebt euch zu den Koordinaten ihres Flugmus. Sobald die Feinde kommen, schnappt euch den Chat. Auweia. Und ich kann ja so toll Flugzeug fliegen. Rico, du musst zu Rosas Flugzeug. Sie fliegt in gefährlichem Luftraum. Ja, pass auf. Wir müssen dahin fliegen. Begebt euch zu den Koordinaten ihres Flugzeuges. Sobald die Feinde kommen, verlasst ihr euch nur auf die zielsuchenden Raketen. Links. Ziel linker Bumper. Aha. Damit macht ihr den anderen Kampfjets bla. Seid ihr in der Nähe von Rosas Flugzeug? Punkt. Schwingt ihr euch auf euren Chat und zieht euch per Greifhaken hinüber. Ja, das kannst du doch wieder vergessen. Der hat eine Reichweite von 100 Metern. Komm, da höre ich doch gleich wieder auf. Rosas Flugzeug erreichen. Wo ist die wieder? Nee, da oben. Ach, komm. Darauf und weiter. Und da muss ich mich rausgehen und auf ihr Flugzeug per Greifhaken. Das kannst du doch vergessen. Jetzt kommen die Kollegen. Jetzt warte. Oh nee. Nicht identifiziertes Flugobjekt. Was wollen Sie? Jetzt müssen wir die Zielsuchenden verhindern, dass die Ravelloskugeln sie zerfetzen. Ich bin Rico Rodriguez, Ihre Eskorte. Roger. Danke für die Eskorte. Roger. Hoffen wir, dass nichts passiert. Ja, ich hoffe es auch mal. Das kann ich dir auch mal flüstern. And now? Fertig. Nee. Bitte. Das kann doch bloß in die Hose gehen. 3-1 Mainz. Gestern ging's. Ah! Gestern ging's noch. Wir kriegen Besuch. Komm schnell näher. Ah ja. Warte. Zielsuchende Rakete. Aha. Will Gas geben, oder wie? Zielsuchende Rakete. Mayday! Ich bin getroffen! Was?
sucht aber nicht sehr gut ihr Ziel. Da kommen sie jetzt Vollgas geben, oder wie? Naja. Ah, nee. Getroffen. Oh, gescheitelt. Oh, bitte. Das Flugzeug wurde zerstört. Wiederholen. Ja, dann muss ich da Vollgas geben, oder wie? Jetzt bin ich aber, komm, gespannt, wo es losgeht hier. Das Spiel macht mich affenmäßig. Dann muss ich Vollgas geben, oder? Wir kriegen Besuch. Ah, nee, nicht aussteigen. Falsche Taste. Rakete, Vollgas, oder? Und dann dahin. Mayday! Ich bin getroffen! Ja. Die Rakete ist für den Abend. Was ich meine, der ist schon wieder getroffen. Komm. Ah, ne. Ach komm. Bitte. Wie soll ich denn da. Wie soll denn das für einen Käse. Kann ich wieder aufhören? Ne? Komm. Muss ich Vollgas geben. Wir kriegen Besuch. Komm Folge, das ist doch Vollgas, oder? Und dann muss ich aber so rum. Und so rum. Aha. Und so rum. Schon. Jetzt ist er schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das kriege ich ja nie. Warte. Ah. Ah doch, jetzt haben wir einen. Oh weia, hoffentlich speichert er jetzt. Jetzt muss ich hin. Raus, dann raus, warte, Vollgas. Ja, und wenn ich da bin, muss ich raus und einhaken. Das bin ich mal gespannt. Ah nee! Ach geh, okay. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ah nee. Ach komm. Jetzt habe ich die falsche. Ja, 3, 2, 1, 1. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ach komm, jetzt mag ich nicht mehr. Gescheitelt. Da hat er jetzt aber nicht gespeichert, oder? Ich kann nicht mehr. Also Vollgas, Vollgas. Und. Wir kriegen Besuch. Komm schnell. Dann. Ja, ich komme ja. Warte. Aha, warte. Da ist noch einer. Jetzt haben wir den. Jetzt darf ich nicht wieder die falsche Taste. Jetzt warte. So, jetzt Vollgas. Vollgas, Vollgas. Und jetzt nicht die falsche Taste. Dann nur ein. Ich muss aber aussteigen. Warte. Und dann ein. Mit Y aussteigen, oder? Oh, komm. Die Maschine verliert an Höhe. Geht zur Stunt-Position. AG! Jetzt. Ah, komm! Ah, nee, jetzt hat's falsch. Ach, komm, bitte, jetzt bin ich schon wieder.
im Abend in Rosas Flugzeug steigen. Na toll, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich kann nicht mehr. Ich komme ja nicht mehr hin. Die fliegt weg. Ja, die stürzt ab jetzt, oder? Da kann ich nichts mehr machen. Oh, bitte. Die stürzt jetzt ab, oder? Wo sind die? Sag jetzt mal. Wo ist das Flugzeug? Ah, nee, kaputt. Ja, ja. Ah, prima. Und wo hat er jetzt? Hat er wieder nicht gespeichert, oder? Wurde zerstört. Ja, bitte, was? Da muss ich auch drücken, oder wie? Was war da? Mann, da steht aber auch nicht. Übernehmt ihr das abstürzende Flugzeug und fliegt die es. Achso. In Samt. Warte. Ah, nee. Jetzt. Und jetzt müssen wir rein, oder? Im Fahrzeug steigen. Pause. Im Fahrzeug. Oh. Übernehmt das Abschnitt. Fliegt es sanft zur Landebahn in der Höhle der Rebellen. Wo soll die sein? Und wo müssen wir jetzt hin? Ah, da. Warte. Oh weia, jetzt müssen wir da rein. Bringen Sie mich bitte zur Hauptstadt. Jetzt müssen wir da rein. Dort warten sicher schon die Ravellos Schatten. Ich bin zu der Rebellenhöhle. Dann sehen wir sanft. Weiter. Warte. Sanft. Sanft, sanft, sanft. Sanft, sanft. Au! War das sanft? Oh nee. Natürlich werden Sie nicht den großen Mario Frio. Aber ich glaub's jetzt, ich hab's. Danke Ihnen für Ihren Einsatz. All die Jahre für die Freiheit von Medici. Ich darauf Sie. Einen Kaffee. Ich liebe Sie. Huch, die schaut aus. War das komisch? Mhm. Unvergesslich. Verdammt. Das war komisch. Vielen Dank. Danke für Ihre Tapferkeit. Du Ihr Land auch. Steht tief in Ihrer Schuld. Vielen Dank, mein Freund. Mann, vielen Mann. Dank. Gut, dass der da gefeiert hat. Präsidentin Manuela, eine Präsidentin ist von ihrem Volk gewählt worden. Ich bin nur eine treue Bürgerin von Medici. Ja, das sagen die alle. Völlig. Die Ravellos-Truppen werden jeden Tag oh, schwächer. Was hat der hier verloren? Gut. Dann haben wir das jetzt. Dieser Mann ist ein feiger, widerwärtiger. Gut, wenn das fertig ist, machen wir Pause, oder? Glauben Sie hier kein Wort. Ich bin übergelaufen. Und den kenne ich aber auch. Das ist der Arthur, oder? Die deutsche Stimme. Er hat die Beweise Arthur gefälscht, mit King denen of die Ravelle seinen Putsch gerechtfertigt oder? Hat, Rico. Wenn er hier ist, ist die Ravelle auch Sollte hier. Das zeigen, wir greifen das Kraftwerk. Die Krankheit. Oh, Kraftwerk, Autobahn. Könnte noch viel mehr wert sein. Trifft ihr irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert? Gut, wenn das fertig ist, dann machen wir Pause. Um dich zu töten. Dann ist Sino der Maulwurf. Nein. Sperrt ihn ein. Sperrt ihn er wird für all seine Verbrechen vor ein ordentliches Gericht gestellt. Wir brauchen endlich wieder ein gerechtes Medici. Sogar für ihn. Fertig. Ich würde vorschlagen, dass Sie mir die ganze Geschichte dieser Rebellion erzählen. Ja, gut, dass der da mehrmals... So, Freunde, jetzt haben wir... Oh, Mission abgeschlossen. Kriegen wir da was dafür? Oh, doch den Kampfjet hier, den aus dem Zweiten Weltkrieg. Da, den haben wir noch nicht. Oder? Ne, was ist da noch? Greift hier alles, komm. Da, ach, da ist ein Rebellenschwein. Schrein. Einen Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruhe in Frieden. Und den da, den haben wir doch auch noch nicht. Wahnsinn. Pass doch auf. Pfeift aber nicht. Also die Detektor tut, geht nicht an. Kann ich da rein? Oder? Im Fahrzeug steigen. Okay, Freunde, dann. Boah, da vorne stehen jetzt alle anderen. Du schau, das ist die F-18. Das ist eindeutig die F.
Wir machen gleich aus. Also ich mach gleich aus. Und das ist die... Das ist eine französische, oder? Ist das eine Mirage? Nee, da liegt einer. Das ist aber die F-18. Eindeutig, kannst googeln. McDonnell Douglas F-18. Ganz eindeutig. Wie aus dem Bilderbuch. Kannst nachschauen. Aber das da, da komme ich jetzt nicht ganz drauf. So bla bla. Mirage, nee. Ist das eine Mirage? Ah, das ist die F-18. Gut, Freunde. 10.000 Flugzeuge. Soll ich jetzt, was soll ich denn jetzt machen? 166 Meter. Entgleiste Infiltration. Ah ja, das ist das nächste in der Story. Wo sind wir denn überhaupt? Uff. Da. Aha. Da war ich schon mal. Mhm. Ah, jetzt hängt die Kirche an. Oh, Waffentraining, das mache ich jetzt noch. Offline. Okay, liebe Brüder und Schwestern, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich schalte jetzt aus das Video. Und was ist mit dem Ding? Kann man das nicht mitnehmen? Wahnsinnsding. Kommt mir auch arg bekannt vor, Thunderbolt. Mit diesen geknickten Flügeln. Das ist eine amerikanische Maschine, die, typische Knickflügel hier. Eine amerikanische Maschine, die im Zweiten Weltkrieg, die glaube ich auch auf Flugzeugträgern stationiert war. Müsste die Thunderbolt, glaube ich, sein. Ist als wurscht. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Video.